Für günstige und sichere FIFA-Coins checkt gerne meinen Sponsor IG Full ab. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit jeder Bestellung mit dem Rabattcode FIFA-Gaming noch 8% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich da mit dem Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Squad-Builder-Battle mit der dritten Play-of-the-Month-Karte von Mohamed Salah, Leute. Wir wollten eigentlich zu den Team of the Tournament Karten euch direkt ein Video raushauen. Ist leider nicht online gekommen, deswegen werden wir euch das dann nächsten Samstag direkt raushauen. Wir haben uns jetzt trotzdem nochmal hier extra hingesetzt am Freitagabend, um das Video für euch aufzunehmen, Leute, damit es morgen früh direkt online kommt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wäre auf jeden Fall geil, wenn wir wieder die 2000 Likes packen würden, Leute. Und ihr wisst es, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Schreibt mal in die Kommentare, so als kleines Quiz. Wie viele Special-Karten hat Salah bislang in FIFA 18 bekommen? Ich bin ja gespannt. Ich weiß aus dem Kopf raus selber nicht. Aber vielleicht weiß Max es. Was geht ab? Du bist auch dabei. Ja, ich würde jetzt mal schätzen 5. Vielleicht ist es richtig, vielleicht nicht. Kann sein, weiß ich nicht. Schreibt es einfach mal rein. Ich gehe mal auf 6, Digga. Ist jetzt nur einfach geschätzt, Alter. Ich müsste jetzt immer genau nachdenken. Kein Bock, ihr wisst es, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst bestimmt die genaue Zahl. Ich bin gespannt. Und ja, dann Max, hau mal raus. Welche Formation hast du am Start? Ja, ich habe heute eine Standardformation, die ganz normale 4-3-3. Ich meine, da macht Salah wahrscheinlich, denke ich, seinen besten Job. Ja, ich habe die 4-3-3-3. Ihr seht es, wir haben Salah als Leihspieler, bevor jetzt wieder einige sagen, ey, ist nur der Leihspieler. Leute, ihr wisst es, falls der Leihspieler beim Abstoßen getroffen wird, muss der Spieler mit dem höchsten Rating abgestoßen werden und natürlich auch Salah. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht. Das ist ja unnötig. Das Ding ist, es ist unnötig, diesen Salah jetzt so zu machen, weil der kriegt ein Team of the Season. Der wird absolut krank werden. Und den werde ich mir auf jeden Fall holen. Deswegen weiß ich nicht. Ich werde den eh nicht machen, glaube ich, die Play of the Month gerade. Wir wollen ihn euch trotzdem zeigen, Leute. Ab geht's. Wir kommen jetzt gleich zu den ersten Spielern, Leute. Bleibt bis zum Ende dran. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe ein absolut krankes Team gebaut. Mit so vielen kranken Spielern auch. Ich will jetzt noch nicht mehr sagen, dass Max dann noch einen kleinen Tipp bekommt, Leute. Falls ihr noch Bock habt, checkt jetzt gerne meinen Shop aus für die bunten Nice Hoodies, Leute. Ihr wisst es, gibt es in Weiß, gibt es natürlich auch in Schwarz. Und passend dazu gibt es jetzt auch das Poster-Bundle. Es gibt auch noch hier so ein buntes Poster im Hoodie-Bundle. Ihr wisst Bescheid, mit gratis Autogrammkarte natürlich auch noch von mir unterschrieben dazu. Also gerne abchecken, Link zu meinem Shop ist oben in der Beschreibung. Ihr wisst es, Autogrammkartenaktion läuft auch weiterhin mit den 5 limitierten Autogrammkarten, wo hinten Smiley eine E-Mail-Adresse drauf ist. Wenn ihr eine dieser Autogrammkarten bei eurer Bestellung zufällig dabei habt, meldet euch und ich schicke euch dann noch ein Paket aus meinem Shop zu mit 3 Sachen, die ihr euch aussuchen könnt. Also, falls ihr das so wollt, Links in der Beschreibung. Max, was hast du auf deiner Karte stehen hier? Hau raus! Ja, ich hab schon hochgehalten, Digga. Ja. Ich bin gespannt, wer es denn sein wird. Ja? Stürmer Larsson als Icon habe ich mal im 100%igen Icon-Pack gezogen. Der ist eigentlich nice. Ja, ich will nicht mehr spielen, Digga, aber mal schauen. Und auf dem linken Flügel, jetzt bin ich mal gespannt, weil der ist eigentlich eher so ein zentraler Spieler. Man of the Match von Christian Eriksen. Absolut kranke Werte, ich hoffe mal, der ist gut. Oha. Ist halt nicht der schnellste, aber mal schauen, was der so drauf hat. Ja, gut. Ja, ich kann sagen, mit einem Icon habe ich jetzt erst noch nicht gerechnet. Larsson ist sick, den habe ich schon mal gespielt, diese Baby-Version. Okay. Und Eriksen habe ich auch nicht aufgeschrieben. Ich habe Mané und Firmino, also Liverpool. Okay, dann schauen wir doch mal, was ich aufgeschrieben habe. Hau raus! Ja, vielleicht hast du ja auch die gleichen aufgeschrieben. Wäre vielleicht ein bisschen zu auffällig. Ich bin heute mal mit einer neuen Kombination gegangen. Zwar Premier League, aber wirklich neu. Denn im Sturm habe ich Cenk Tosun Wants to Watch. Oh, nice. Hat eigentlich ganz gute Stats. Und auf dem linken Flügel habe ich somit eine Foot Birthday Card von Everton. Und zwar Yannick Bolasie. Und die Kombi ist fresh eigentlich. Ich hatte genauso wie du Mané und Firmino. Weil das Ding ist, durch Mané haben wir die doppelte Chance beide gehabt. Weil es gibt ja Mané als Foot Birthday Version auch als Stürmer bzw. Mittelstürmer. Stimmt. Das heißt, du hattest die doppelte Chance. Der hätte Stürmer und linker Flügel sein können. Aber war natürlich sehr auffällig. Aber naja, Firmino und Mané sind es nicht bei dir geworden. Wir kommen also ins Mittelfeld. So, Jungs, wir gehen jetzt zu den zentralen Mittelfeldspielern und bei dir auch noch 2 ZDMs. Yep. Mal gucken. Ja, ich habe einen auf der rechten Seite. Es ist die 2. Man of the Match Card. N'Golo Kanté. Habe ich noch nie benutzt. Ihr habt dir gesagt, ich habe ein heftiges Team, ne? Deswegen, Alter. Ich habe dir einen kleinen Hinweis gegeben, aber der ist natürlich jetzt weit umschreiben, sage ich mal. Dann geht's weiter mit Oxlade Chamberlain auf der zentralen Position. Und links meine 3.
Man of the Match Card. Und zwar Højbjerg. Da wusste ich nicht mal, dass der eine Man of the Match Card hat. Der war mal beim FC Bayern früher. Ja. Und der hat eigentlich, muss man sagen, echt gute Werte, ne? So stabil. Deswegen bin ich mal gespannt. Der könnte nice sein. Ja, hau raus. Hau einen raus, ja, wenn du einen hast. Da kann ich dir schon mal sagen, ich habe einen Man of the Match aufgeschrieben. Und ja, dann hast du eh keinen. Er spielt doch in der Premier League. Ja, als Maul. Als wenn du Højbjerg, du weißt nicht, wahrscheinlich auch nicht mal, dass Højbjerg einen hat. Ich habe keinen Tier schon rausgetan. Als mal Boss. Nee, ich habe Nemanja Matic, Digga. Nemanja Matic aufgeschrieben. Nein, Digga. Scheiße. Oh, das ist dein Ernst. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht rausgepackt. Okay, packe ich wieder rein, Digga. Nice, ey. Ja, obwohl, vielleicht hast du trotzdem. Dann habe ich noch. Nee, dann habe ich noch Moy und Oxlade-Chamberlain. Na! Ah, immerhin ein. Nein! Das war zu auffällig. Ja, okay, aber ist in Ordnung. Ey, ich hatte keinen Tisch rausgepackt. Du hättest mich jetzt so geprankt, wenn ich ihn dann wieder reingepackt hätte und hättest du doch gesagt, doch, ich habe ihn doch auch aufgeschrieben. Ah, scheiße, mein Oxlade war echt auffällig, ne? Ja, willst du auch wahrscheinlich. Aber Kanté eigentlich auch so. Aber Kanté eigentlich auch, deswegen, da habe ich ihn auch eigentlich rausgesendet. Ich wusste nicht, dass Matic einen hat. Okay, ja, komm erstmal zu deinen. Du willst wahrscheinlich einen Torhüter, ne? Ja, pack mal rein. Ist immer bitter im Mittelfeld. So, okay. Dann würde ich sagen, füge ich mal meine ein. Fange an mit dem ersten. Und das ist die einzige Non-Rare-Karte. Lemina. Hat aber einen guten Grund, weil er bei Southampton spielt. Und du weißt auch, wer bei Southampton spielt, oder? Den hast du. Das ist dein Man of the Match Højbjerg, den habe ich nämlich auch. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Nein, ja. Ernst? Und ich sag noch, er wusste nicht mal, dass Højbjerg eine Man of the Match Card, sag ich noch. Ey! Ja. Weil ich wusste es auch nicht. Den habe ich nämlich auch. Und weil er Däne ist, habe ich mich auch für Christian Eriksen entschieden. Als Play of the Month-Version, beziehungsweise als Hero. Du an Kandachan und Mané, Digga. Ey, dein Ernst, Digga. Nimm doch mit Højbjerg. Nice. Okay. Scheiße, so mir den Tisch angemalt. Das gibt's ja nicht. So eine Scheiße, Alter. Kacke. Was ist hier nur hier los? Okay, wir kommen zum Außenverteidiger. So, George aus dem Dschungel ist am Start. Hashtag George, George, George aus dem Dschungel. Das Ding ist, ich hätte eigentlich viel bessere mitnehmen können, ne? Aber der Typ ist eine Legende. Alle Hashtag George in die Kommentare und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Auch wenn ich wahrscheinlich irgendwie einen 64er-Torwart hätte nehmen können, aber scheiß drauf. Wir kommen zur Ausverteidigung, jetzt schon hoch. Ach so, ja, warte. Ja, wenn es schon George gibt, dann muss man den auch nehmen. Und ja, ich halte jetzt hoch. Jo, links Bertrand von Southampton und rechts Chelsea Azpilicueta. Zwei grüne links also. Ja, gut, Digga, da kann ich gleich sagen, baller beide raus, war ein bisschen zu auffällig. Beide habe ich aufgeschrieben. Nein, ich dachte jetzt... Du sagst so, ja, gut. Ich dachte, du machst jetzt kurz und knapp und sagst, ich hab beide behalten. Ey, Mann, das gibt's doch nicht. Beide, Junge. Ey, ja, was ist denn also mit Aspen? Also, ich wusste das ja, weil das halt so bunt ist und so, weißt du? Dann ja, normal. Sieht das fresh aus. Ey, Mann, Digga, immer wenn ich so heftige Teams baue, wird die Hälfte mal rausgekickt, Mann. Das ist doch scheiße, Digga. Ey, das Ding ist, ich dachte halt, Azpilicueta, da kommt man nicht so drauf. Das Ding ist, du musst es jetzt bei deinen Spielern. Du brauchtest keinen Link mehr, ne? Und das ist immer komplett schwer. Deswegen habe ich trotzdem einfach einen Link aufgeschrieben, weil wen soll ich da sonst jetzt aus dem Nichts aufschreiben? Ja, gar keine Ahnung. Ja, das Ding ist ja, ich habe eigentlich auch heute ein freshes Team mit eingepackt und deswegen kann ich dir sagen, habe ich mich auch für eine andere Liga entschieden. Einmal CDB in Form und einmal Roussillon in Form. Ach, da hätte ich aber drauf kommen können, Alter. Jetzt bin ich von dir enttäuscht. Ich habe Aurier und Bertrand aufgeschrieben. Scheiße, ich dachte, du bleibst Ich dachte, du bleibst, um mich zu verwirren, doch in der Liga. Okay, jetzt habe ich schon drei Bronze-Spiele, du hast noch keine. Aber ich habe noch meinen Joker. Die letzten drei Spiele, ab geht's. Jungs, das Finale steht an. Drei Positionen noch. Und das Problem ist, du hast noch den Joker bei mir, ja? Ja, stimmt. So, wir kommen zu meinen Spielern und ich kann dir sagen, ich bin einfach, das habe ich glaube ich noch nie gemacht, das ganze Team in der Premier League geblieben. Walker ist mein linker Innenverteidiger, in vom Walker. David Luiz, mein rechter Innenverteidiger, relativ auffällig wegen Chelsea und Torwart ist Courtois auch auffällig, wenn du über David Luiz gegangen bist. Ja, Digga, ich dachte mir schon, dass du in der Premier League bleibst, aber ich habe alle falsch. Oh, ich habe alle falsch. Nice, Digga, oh, mein Herz, Digga. Gibt's nicht, ey. Nein, wen hast du? Sag mal kurz. Ake, Kolasinac und Joe Hart. Ja, Mann, Alter, das war wichtig, jetzt die zu behalten. Okay, kommen wir zu deinen Spielern. Ich glaube, ich habe gar keinen, Fall, ganz ehrlich, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Gut, ich kann dir sagen, ich bin eigentlich so relativ auffällig gegangen. Ich habe den Besten von Monaco und zwar Kamil Glick in Form. Hat zwar nicht so viel Tempo, aber sonst geht er klar. Und daneben habe ich noch Beiße, oder wie der ausgesprochen wird. Und im Tor habe ich noch einen ganzen Newcomer, Samassa. Ja. Das war ein Silverkeeper, der jetzt Gold in Form ist. Ja.
okay. Ja, Glick habe ich, mach's kurz. Glick kommt und Basie hat sich noch überlegt, hab Kerbrat aufgeschrieben. Viel Spaß mit deinem Bronze-Keeper und dann schauen wir ins Spiel. Verlierer stößt ab. Ich habe 3 Stück, du hast 1, aber dafür auf der schlechteren Position vielleicht. Let's go. So, ab geht's, Leute. Schauen wir uns nochmal die beiden Teams an. Mal schauen, wen hast du als Bronze-Spieler. Kein Plan, das ist so ein Newcomer, aber... Ja, es wird jetzt echt schwer, Digga, gegen Salah und so. Der schnellste Spieler im ganzen Game mit 99 Tempo. Komm jetzt, Kosun, Digga. Was mach ich da? Oha, Junge, und dein Torwart lässt den noch durch. Ja, aber starker Schuss. Ja, aber der war abgefälscht, da konnte ich nichts machen. Scheiße, das war so schlecht verteidigt, ey, selber schuld. 1-0. Wollte eigentlich auf Salah. Egal, da läuft er weiter. Oh, ey, den hat er aber gewollt, Digga. Ey, jetzt war really, ne? Was? Ey, Scheiße, ey, der tritt mir doch hinten auf ins Bein noch rein, Alter. Da Louis war auch dumm gemacht, aber okay, ja, komm, Digga. Ja, mach Reed noch, mach komm, schieß richtig. Komm, wir probieren diesmal mit Salah. Vielleicht verschieße ich eh. Ich kenne Max, der Ehrenmann wollte wieder vorbeischießen. Nein, ich wollte erst dahin. Ja. Max ist ein Hashtag Ehrenmann, er wollte vorbeischießen, aber ne, komm, Alter, das war schon. Ich wollte eigentlich, aber du hast mich dann davon überzeugt, den reinzumachen. Ja, gehört dazu, Leute. Wenn W so dumm ist, ey. Oh, schön, Junge. Schön, der hat gute Finesse-Schüsse. Oh, was? Das ist so, Alter, geil, krass. Mit Eriksen diese Finesse, ne? Das war schön. Und Eriksen, der kann diese Schüsse. Wow. Digga! Aber auch Pech hier wieder. Digga, eben Latte jetzt Pfosten, ey, das gibt's doch nicht. Komm jetzt, Jungs. Da ist Tosun. Ich krieg aber jeden Ball gerade wieder, ey. Ja, ist stark. Oha, ja, okay. Aber kriegst du jeden Ball wieder, Mann? Ich verteidige so schlecht. Ey, das ist unfassbar. Oh, komm, ey, scheiße, Kopfhörer raus. Ja, Larsson, den kann er machen, den macht er. Jetzt komm, Junge, jetzt sind wir wieder dran, Mann. Komm, lauf durch, Salah. Jetzt aber. Oh ja, Junge. Also Salah, ne? Der Typ ist so krank, Digga. Wie hat der den noch geholt vor der Linie, Mann? Vor allem mit rechts, der passt auch perfekt. 4-1. Alte Führung wiedergestellt. Ich will nochmal Salah eingeben, Digga. Boah. Ey, der pfeift auch, Digga. Leute, das war's. Glück für mich, dass er es 5-1 höchstwahrscheinlich gewesen. 4-1. Trotzdem 3 Spiele abstoßen. Ab geht's. So, wir kommen zum Abstoßen. 3 Spieler ist schon eine Menge, Digga. Das ist schon viel. Du hast ja eigentlich auch noch gute Spieler. Solltest du Salah treffen, muss ich Eriks noch mit abstoßen. Das wäre der andere, das wäre der zweite highest rated. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt, Mann. Switch mal deine Spieler gut durch. 3 Spieler jetzt. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Okay, Digga, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja, verpack sie gut. Mach, ja. Ich hab schon so eine Überlegung, komm, weil... Mach. Ja, okay. Ja, ich denke, 3 Spieler. Du hast ja die normale 4-3-3. Nee, die... 4-3-3-3. Welche hast du nochmal? 4-3-3-3. Ah ja, mit 2 ZDMs. Ja, okay. Dann nehme ich auf jeden Fall eine Reihe. Die Frage ist jetzt nur Sturmreihe oder Mittelfeld. Und ich würde sagen, ich gehe heute auf die Mittelfeldreihe. Komm, alle 3 in deinem Mittelfeld. Ey, du nimmst doch nie eine Reihe. Doch, Junge, so ist besser jetzt. Komm, wer ist? Ich weiß nicht, welche Reihe jetzt besser war. Warte mal. Eigentlich. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt besser für mich war oder nicht. Du hast auf jeden Fall. Du hast Icon Larsson getroffen, Digga. Das Ding ist. Oh, Junge, okay, ja. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Der hat so ungefähr, das Icon Pack kostet 300.000. Dann war noch Højbjerg am Start und ein Bronzespieler, McQueen. Die kann ich schon mal beide abstoßen hier. Also das heißt, du hast so wahrscheinlich 350.000 vernichtet. Eriksen, linker Flügel, hat mich 130 gekostet. Nee, Digga, oben, oben wären es 200 gewesen. Na, Sturmreihe. Icon ist doch immer hart, Digga. Sturmreihe wäre besser gewesen. Ja, ist halt eh nur eine 100%ige Icon aus den Icon-Packs gewesen. 0 Münzen kriege ich dafür wieder, Leute. Icon-Discard ist immer bitter. Ey, du nimmst sonst nie eine... Also, was heißt nie, aber du hast beim letzten Mal auch schon... Ja, okay, normalerweise sind es ja auch nicht immer 3 Tore Abstand, ne? Ja, okay, Leute. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt jetzt, wie gesagt, gerne noch meinen Shop aus, falls euch noch einen der bunten neuen Nice Tools holen wollt. Gibt es in weiß, in schwarz auch. Und wie gesagt, die gibt es jetzt auch im Hoodie-Bundle mit dem passenden Poster dazu. Auch in dem bunten Design.
Da hinten die vier Poster gibt es natürlich auch. Also check gerne die Hoodie-Bundles aus. Ihr wisst es, gratis Autogrammkarte wie immer. Zu jeder Bestellung dazu. Und weiterhin läuft die Aktion mit den 5 limitierten, wo hinten Smiley und E-Mail-Adresse drauf ist. Wenn ihr eine dieser 5 limitierten Autogrammkarten bei eurer Bestellung zufällig dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse und ich schicke euch dann ein Paket aus meinem Shop zu mit 3 Sachen, die ihr euch aussuchen könnt. T-Shirt, Hoodie, Turnbeutel, Popsockel, Handy oder was weiß ich, Leute. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, macht's gut. Bis heute Abend und ciao.